Kaum eine Institution in Frankfurt wirkt so geheimnisvoll wie die Deutsche Bundesbank. Was wird hier eigentlich gemacht, haben sich mit Sicherheit auch die vielen Zuschauer gefragt, die den Tag der offenen Tür genutzt haben, um hinter die Kulissen der Deutschen Zentralbank zu schauen. 60 Jahre jung wird sie, die Bundesbank, und so genoss das Publikum sogleich eine Geschichtsstunde beim Beschreiten des Jubiläumsweges zu 60 Jahren Bundesbank. 1957 bis 2017, 6 Dekaden, in denen das deutsche Wirtschafts- und Bankensystem einiges zu bewältigen hatte. Angefangen von der Währungsreform und der Gründung der Bundesbank, über das Wirtschaftswunder hin zur Inflation der 70er Jahre. Von der Wiedervereinigung bis hin zum Euro und der Finanzkrise ab 2007, alles ist mit Schautafeln und Videos dokumentiert und erlebbar gemacht. Wer alles aufgeschnappt hat und die entsprechende Gewinnspielkarte richtig ausfüllt, kann auch einiges gewinnen, so zum Beispiel die neue rote Gedenkmünze Tropische Zone. Aber natürlich ist die Geschichtsstunde nicht alles bei diesem Tag der offenen Tür, der trotz reichlich Wasser von oben stark frequentiert ist. Die Laune prima, auch beim Euro, heute metaphorisch nicht nur Symbol einer starken Währung, sondern das Maskottchen der Deutschen Bundesbank, das den ein oder anderen kleinen Besucher begrüßt. Zurück zu der Kernfrage, was macht sie eigentlich, die Deutsche Bundesbank? Diese Frage bleibt nicht unbeantwortet. An den vielen Pavillons und Stationen finden sich Antworten und so manch historische Rarität, wie beispielsweise die Bundesbank-IT, die so manches Schätzchen aus den Archiven gezogen hat. Zugegeben, so manches hier mag den ein oder anderen an dunkelste VWL-Vorlesungen erinnern, aber vermeintlich schwierige Themen werden im Dialog erklärt und näher gebracht, teilweise auch spielerisch erläutert. Reichlich was zu erleben gibt's auch für die Kids, die sich als Carrera-Piloten versuchen dürfen, als spielerische Heranführung für den unbaren Zahlungsverkehr. Oder für diejenigen, die schwindelfrei sind, ging es beim Sorbing als Bankenaufsicht über einen Parcours voller Widrigkeiten einer Volkswirtschaft. Ein Bundesbankpartner hat sich ebenfalls ausführlich auf dem Tag der offenen Tür präsentiert, die Bundespolizei. Was hat nun die Bundespolizei mit der Bundesbank zu tun? Klar, die Bundespolizei schützt gemeinsam mit dem bundesbankeigenen Sicherungsdienst die Einrichtungen der Bundesbank in Deutschland. Besonderes Highlight der Bundespolizei, die Vorführung der Polizeihunde mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten. Übrigens, ein Hundeführer der Bundespolizei lebt mit seinem Diensthund zusammen, 24 Stunden am Tag bei bis zu 10 Jahren Dienstzeit für den Hund. Wer an Bundesbank denkt, assoziiert ja irgendwie auch Geld. Und über selbiges gibt es reichlich zu lernen. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes erfahren Besucher alles über Bargeld, Falschgeld und sämtliche Betrügereien, die mit den Euro-Scheinen und Münzen so möglich sind. Wer ein wenig Geduld mitbringt, erhält Einblick in die Arbeit an einer Geldbearbeitungsmaschine. Und wer noch ein wenig mehr Geduld mitbringt, kann dann tatsächlich das anfassen, was sonst nur einem extrem kleinen Personenkreis vorbehalten ist: Gold. Erst darf man noch die unterschiedliche Dichte von Metallen mittels Vergleichsbarren bewerten, bevor man dann einen echten Goldbarren in der Hand halten darf. Gewicht etwa 12,5 Kilogramm, Wert etwa 420.000 Euro. Und von diesem einen Barren besitzt die Deutsche Bundesbank laut Goldbestand Stand Dezember 2016 insgesamt 269.813 Barren. Vom Gold als Edelmetall und Währungsreserve hin zum Hüftgold. Leckereien gibt's überall auf dem Bundesbank-Campus, gepaart mit Musik und Unterhaltung. Das freut ebenso den Herrn Präsidenten. Dr. Jens Weidmann, seines Zeichens Bundesbankpräsident, mischt sich mit Freuden unter die Besucher bei seinem Tag der offenen Tür. Zum Abschluss dann noch die Weisheit des Tages aus dem Bundesbank-Glückskeks. Es gibt keine harte Währung ohne harte Maßnahmen. Ein Zitat von Carl Blessing aus dem Juni 1966. Übrigens neunter Vorgänger von Dr. Jens Weidmann.